Moin. Und ihr Garten ist voll mit frischem Gemüse, doch niemand mag es essen. Gar nicht. Gar nicht. Ach du Schreck. Joel, möchtest du einen Salat? Nein. Bäh. Tag für Tag muss es Fastfood sein. Mini-Schnitzel mit 8% Flüssigwürzung. Das hört sich jetzt nicht so sonderlich toll an. Ich gebe Ihnen Tipps, wie Sie besser kochen und dabei auch noch Geld sparen. Und das mit selbst angebautem Gemüse aus dem Garten. Hast du Kraft? Ja. Okis? Ja, hier? Da muss jetzt richtig Kraft haben, du. Und der Papa kann dann schon mal die Nüsse hacken. Hacken? Mit der Axt? Wie kommt Björns Kindergemüseküche an? Ich mag kein Mangold. Ja, das wird schwierig. Einen Steinwurf von Steinfurt entfernt im nördlichen Münsterland liegt Nordwalde, die Heimat von Familie Brechmann. Wir sind Familie Brechmann! Juhu! Das sind Mama Aisha, Papa Christian und die Kinder Gianluca und Joel. Ich bin Gianluca und ich bin 8 Jahre alt und ich gehe in der 2. Klasse. Ich bin Joel und bin sechs und ich bin in die erste Klasse. Zweite. Naja, über die Sommerferien kann man da auch schon mal durcheinander kommen. Die Familie bewirtschaftet auf ihrem 1 Hektar großen Grundstück einen riesigen Nutzgarten. Also Supermarkt haben wir schon, aber wir legen große Wert darauf, dass was wir selber anbauen, dass es nicht gespritzt ist, dass es nicht behandelt ist. Ne? Das ist uns sehr wichtig, dass wir auch nicht immer kaufen. Dann hier sind der Knoblauch, dann hole ich immer eins raus, die sind auch so weit. Also Knoblauch habe ich seit schon lange nicht mehr gekauft. Hier sind die Bohnen, die sind soweit reif, die muss ich bald pflücken. Außerdem leben hier 9 Schafe, 23 Hühner, ein Hahn, 11 Puten und 3 Flugenten mit ihrem Nachwuchs. Also wir haben ja bewusst eben das Leben außerhalb des Ortes gewählt und haben eben das, so wie wir es jetzt eben haben, mit dem Gemüsegarten, mit den ganzen Tieren, eben so ein Stückweise einfach aufgebaut, weil wir Spaß dran haben. Spaß an frischem Gemüse aus eigenem Anbau? Gesünder kann man kaum leben. Doch was sagen die Kinder Gianluca und Joel? So Jungs, habt ihr Hunger? Ja. Ja? Okay. Was wollt ihr denn essen? Burger. Hotdog. Chicken Nuggets. Wollt ihr auch den Salat probieren? Nein. Bäh. Wir haben auch ganz viel aus dem Garten geholt, ne? Bäh. Joel, möchtest du einen Salat? Nein. Unser Problem ist, dass wir so viel Fastfood für die Kinder kaufen müssen. Lecker. Obwohl wir viel im Garten haben. Pizza. Das wird einfach nicht gegessen und das stehen dann auf und gehen die, ne? Hamburger. Da kriegen die Tiere und was zum Restmülltonne gehört, dann geht das zum Restmülltonne. Egal, was Aisha kocht, die Jungs wollen nur eines. So, Jungs. Ja, Hotdog. Ja, Hotdog. Lecker? Natürlich mit Mayo und Ketchup und bergeweise Röstzwiebeln aus der Packung. Dabei ist der Garten voll mit frischen Zwiebeln. Und, wie schmeckt's? Gut. Ja? So. Okay. Aber jetzt haben wir schon wieder 2-mal gekocht, ne? Hotdogs gehen immer. Der Salat aus dem Garten bleibt liegen. Und so sieht es die ganze Woche aus. Salat? Keine Chance. Gemüse? Vielleicht ein bisschen im Döner. Gesunde und abwechslungsreiche Ernährung? Fehlanzeige. Und jetzt nochmal. Dach über den Kopf. Pizza Hut. Das ist leider gar keine gute Ernährung, schon gar nicht für Kinder. Deshalb hat mich die Familie gerufen und ich habe mich direkt auf den Weg gemacht. Dieser Weg wird kein leichter sein. Eine Herausforderung für den Spitzenkoch aus Dorsten. Kann er Familie Brechmann bei ihrem Kochproblem helfen? Björns Mission? Weg vom Fastfood, hin zu gesunder Gemüseküche. Ach, guck mal, hallo. Ja, hallo. Boah, ihr habt ja alles hier, Pool, ja. Tourengeräte. Hallo, ich bin der Björn. Hallo, Aisha. Aisha, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi, und wer bist du? Joel, sagst du mal hallo? Das ist der Joel, hi. Eigentlich seid ihr zu viert, ne? Ja, richtig.
Wo ist euer zweiter? Der kommt gleich, der ist bei Fabredo, bei seinen Freunden. Die tun wirklich alles für ihre Kinder. Riesentrampolin, Riesenpool und natürlich auch jede Menge Fastfood, also das, was die Kinder lieben. Was habt ihr denn hier schon vorbereitet? Ja, ich habe so eine orientalische Frühstück eigentlich. Das sieht ja gut aus. Das ist mit Kichererbsen. Mit, ne? Kichererbsen, frische Gemüse, Tomaten, Gurken, Zwiebelknoblauch. Das dürfen nicht fehlen bei uns. Wo kommst du denn gebürtig her, Aisha? Gebürtig komme ich aus Syrien, also Kurden aus Syrien. Das ist jetzt vegetarisch, ne? Das ist vegetarisch, ja, richtig. Oh, das sieht ja sehr gut aus. Kann Aisha den Spitzenkoch von ihren Kochkünsten überzeugen? Sehr lecker. Also die syrische Küche ist schon wirklich lecker und sie hat das so authentisch gekocht. Also ich habe ja schon öfter mal libanesisch gegessen oder auch ägyptisch, aber da hat einen die Frische so angelacht. Also die kann schon richtig gut kochen, die Aisha. Joel, was ist denn dein Lieblingsessen? Dein Lieblingsessen ist Chicken McNuggets mit Pommes, ja. Gibt es denn irgendein Gemüse, was sie gerne essen? Gurkensalat essen die sehr gerne. Aber warmes Gemüse ist dann eher schwierig, so ist Brokkoli und sowas? Sehr alles schwierig. Blumenkohl, ja. Brokkoli, Böhnchen, alles was Gemüse, ne? Gar nicht? Gar nicht. Ach, das... Joel, möchtest du einen Salat? Nein. Das ist natürlich total schlimm, vor allem für die Eltern, weil die geben alles, haben auch einen riesen Gemüsegarten, eben damit sich die Kinder auch gesund ernähren. Ich überlege die ganze Zeit, wie man das Gemüse attraktiver machen kann für die Kinder. Ne? Ja. Okay. Vielleicht muss man immer eine Fastfood-Variante mit reinbringen. Ich weiß es noch nicht, ne? Aber das ist natürlich echt schwierig. Aber Björn schwebt da schon was vor. Wie wär's mit einem Beetroot-Burger mit Kartoffelecken oder Zucchini-Chicken-Nuggets mit Dip? Jetzt haben wir so viel über den Garten gesprochen. Ne? Ja. Ich habe noch nicht gesehen. Sollen wir mal zusammen reingehen? Gerne. Klar. Ja? Joel, kommst du auch mit? Nee? Nein, dann lassen wir dich hier. Okay. Und das ist er. Der Traum eines jeden Selbstversorgers. Wow. Ja, hier haben wir eine ganze Zwiebel. Ja, Zucchini. Da sehe ich noch eine rote Beete. Ja, genau. Aber hier ist noch mehr, ne? Oder? Ja, da ist eine rote Beete. Dazwischen ist Mangold. Da habe ich schon eingemacht. Ne? Ich meine, blondiert das, schwaschig, gründlich, dass es sandfrei ist. Ne? Aber eingemacht auch in Gläsern, oder? Nee, das habe ich noch nicht. Ach, das habt ihr noch nie gemacht? Nee, das habe ich leider. Ja. Da habe ich mich nicht getraut. Ja. Das will Björn heute ändern. Später beim großen Einmachkurs zusammen mit einer echten Einkochexpertin. Aber erstmal geht es hier im Garten weiter. Nächste Station: Christians und Aishas Kleintiergehege. Und schlachtet ihr auch schon mal so einen Huhn als Suppenhuhn? Ja. Ja, doch. Das machen wir. Macht ihr selber? Ja. Wie finden die Kinder das? Also beim Schlachten gucken die nicht zu, das möchte ich nicht so gerne, aber beim Rupfen gucken die gerne zu. Das finde ich ganz normal. Ne? Ja. Das sind die so mit aufgewachsen, finde ich schon wichtig, dass es nur das Fleisch nicht aus Verpackung kommt, dass es auch natürliche Wege gibt. Auch Obst gibt es hier, soweit das Auge reicht. Oh, der ist, glaube ich, reif, der Baum. Ne? Da ist ziemlich viel Fallobst schon. Ne? Ja, das stimmt. Müssen wir die Tage mal aufsammeln. Ne? Ja. Ja, das ist wirklich zu schade, die Äpfel verrotten zu lassen. Da habe ich schon eine bessere Idee. Ja, ich glaube, der war erstmal so baff, ne, dass wir so viel Gemüse haben, dass wir dieses Problem mit dem Fastfood haben. Der war schon ein bisschen überrascht auch. Weiter geht es mit der Inspektion der Küche. So, hier ist unsere Küche. Da frühstücken wir morgens und Mittag hier. Mittag essen wir und Abendessen. Und also ihr esst immer in der Küche, nicht im Esszimmer? Außer Wochenende. Das ist so unser Ritual, dass wir immer Wochenende in dem Wohnzimmer essen. Ah, okay. Ja. Und was lagert hier im Kühlschrank? Da haben wir schon geil den Kartoffelsalat. Der ist nicht selbst gemacht, ne? Ja. Oh, guck mal hier. Jetzt sind das Tierchen. Das sind Sauerkirschen. Darf ich da welche von haben? Ja. Ja. Sauer, ne? Ohne Zucker. Ohne Zucker. Boah. Ja. Das sind Sauerkirschen. Das ist auch Kräuterbutter. Ja, das ist Kräuter, genau. Da muss ich dir nur einen Tipp geben. Immer abdecken, weil sonst riecht der ganze Kühlschrank nach Kräuterbutter. Okay. Kurz die Treppe runter, geht es mit der Tiefkühltruhe weiter. Ja, da ist aber überwiegend so Convenience drin. Ne? Schließlich wollen unsere Jungs ja auch das eine oder andere an Fastfood haben. Von daher hat er dann die Mini-Schnitzel gefunden. Aber wenn da so draufsteht, ne? Mini-Schnitzel mit 8% Flüssigwürzung, das hört sich jetzt nicht so sonderlich toll an. Ne? Oder sag mal ehrlich, wenn du sowas liest?
konntest du jetzt nicht einordnen. Flüssigwürze, das hört sich echt nicht lecker an. Das ist nichts anderes als Wasser mit einer Gewürzmischung. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Die Kinder zum Beispiel mögen die Äpfel. Wenn ich das Apfelmus aufmache im Glas, das wird das irgendwann essen. Die probieren das, sagt, so was sauer. Mit Apfelsaft? Ja, Apfelsaft, komischerweise trinken die gerne. Ja. Sehr gerne. Ja. Die Familie hat also Gemüse im Überfluss, aber keiner will es essen. Fastfood soll es sein. Jetzt wird gekocht. Und zwar mit Zutaten, die Björn im Haus und natürlich im Garten findet. Die Herausforderung, es muss den beiden Jungs schmecken. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir machen mal heute einen Burger ohne Fleisch. Okay. Mit so einem schönen Zucchini-Patty, ganz kross gebraten. Neben dem Gemüse hat Björn Apfelessig, Öl, Ketchup, Salatdressing, Senf, Gewürzgurken, Eier und Käse zusammengetragen. Was könnte noch fehlen hier? Die Brötchen? Ja, genau, die müssten wir leider besorgen, auch wenn du das machst. Vielleicht. Okay, ja, kann ich machen. Also Burgerbrötchen und ein bisschen Mehl habe ich auch nicht gefunden hier bei euch im Haus. Trotzdem können jetzt die Zwiebeln geschnitten und die Zucchini geraspelt werden. So, ich hab alles. Ich hab sogar noch Verstärkung mitgebracht. Nee. Oh, Gianluca. Der Gianluca ist da. Der Nachwuchskoch ist direkt am Start. Zwei Eier, Senf und Mehl machen den Zucchini-Patty schön schlotzig. Und Gianluca kann endlich seine Sicht der Dinge schildern. Isst du gerne das, was die Mama kocht? Ja? Und Gemüse auch viel? Ja? Alles? Brokkoli, Blumenkohl, alles? Du bist ja ein richtiges Vorzeigenkind. Also er sagt, er isst alles. Ja, aber dann lass es mal auf dem Tisch stehen. Okay. Ne? Kinder mögen ja oft keine frischen Kräuter, ne? Deshalb kann man die auch gut in sowas rein verstecken. Sie verstecken. Ne? Kräuter hat keiner gehört hier, oder? Nein. Nee, natürlich nicht. So, und guck mal, Gianluca, die Zwiebeln hier, ne? Ja. Die müssen genauso braun werden wie die Fliesen hier. Das ist die Aufgabe. Die marinierten Gurkenscheiben sorgen für die nötige Portion Frische. Und der Käse macht den Burger zum Cheeseburger. Ach, das ist schon. Sehr schön. Das sieht schon richtig gut aus, ne? Ich habe bei euch hier diese Salatsoße gesehen, ne? Ja. Die ist ja nicht so fett wie Mayonnaise. Ja. Stimmt. Ja? Und die kann man auch mal als Burgersoße ganz gut nehmen. Ja? Und zwar rühren wir die jetzt nochmal mit ein bisschen Senf an, dass die etwas fester wird. Ja. So. Und natürlich, ich meine, wir essen heute mit Kindern und wir essen Burger. Da sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst. Natürlich machen wir auch ein bisschen Ketchup drauf. Ne? Aber alles in Maßen. Ne? Die Brötchen kurz im Ofen anbräunen, dann haben auch die Zwiebeln die Farbe der Fliesen angenommen. Gianluca und Aisha, ihr könnt euch einen Moment entspannen, weil für euch soll das ja auch eine Überraschung sein. Das ist gut. Und wir beide machen das gleich fertig. Ne? Wir werden machen das. Okay. Ja, bis gleich. Björns Burgerbaukurs für Einsteiger. Die Soße aufs Brötchen, Zwiebeln dazu, Ketchup drauf. Yeah. Patty auf der Gurke platzieren. Dann Tomate drauf, marinierte Gurke dazu und Deckel drauf. Fertig ist Björns Zucchini-Burger. Wird es dem Nachwuchs schmecken? Oder rufen die Jungs nach Chicken Nuggets mit Flüssigwürzung? Ich glaube, dass es Gianluca sehr gut schmecken würde und Joel bin ich so ein bisschen skeptisch. Mhm. Lecker. So, mal gucken, ob die Kids schon was ahnen. So, guck schon mal. Dankeschön. Guck mal, Joel. So. Was ist für dich? Mal Besteck runter weg. So, wollt ihr mal probieren, was wir so zubereitet haben? Also wir verraten noch nicht, was da drin ist, ne? Wir sagen einfach nur, es gibt Burger. Du sagst auch nichts. Du sagst auch nichts. Die Stunde der Wahrheit. Gianluca, wie schmeckt's dir denn? Gut. Ja? Würdest du die öfter mal essen? Lecker! Der Joel nimmt schon seinen Burger so ein bisschen auseinander da gerade. Pickt sich schon die Zwiebeln raus. Wie schmeckt dir denn das andere, Joel? Gut. Ja? Joel, das Fleisch haben wir durch Zucchini ersetzt. Wir haben Zucchini gebraten. Er ist trotzdem noch. Er guckt mal so ein bisschen kritisch. Ja, das war ja einfach. Also wenn das so weitergeht, dann werden die Jungs bald Vegetarier. Der Kassensturz. Björn Freitag rechnet anhand der gesammelten Quittungen aus, was die Familie pro Woche für warmes Essen ausgibt. Ja, ich habe jetzt echt gemerkt, euch hat es wirklich einigermaßen geschmeckt und das ist auch gut so. Ja.
weil ihr gebt eigentlich viel zu viel Geld aus in der Woche. Ich habe mal ausgerechnet, es sind über 86 Euro, obwohl ihr so viel Lebensmittel hier züchtet. Mhm. Ja. Mhm. Und da müssen wir also ein bisschen dran arbeiten. Ja. Das erste haben wir ja heute schon gemacht jetzt einfach. Das hat ja wirklich gut funktioniert. Das war lecker. Und ich habe für morgen eine Aufgabe für euch. Aha. Wir haben uns hier den Apfelbaum da angeguckt. Ja. Der müsste bis morgen gepflückt werden. Ja? Unten und oben. Und ihr bringt, ihr guckt mal, wie viel ihr zusammenkriegt. Ja. Und da, wo wir uns morgen treffen, mhm. da bringt ihr einfach die Eimer mit den Äpfeln mit. Okay. Ja? Machen wir. Und mehr verrate ich noch nicht. Alles klar. Aisha, es war super schön bei euch. Christian, danke. Tschüss ihr beiden. Ne? Ja? Na, ciao. Super. Tschüss. Björns Herausforderung. Wird er es schaffen, Joelle und Gianluca Gemüse nahe zu bringen und dabei bares Geld zu sparen? Viel für wenig, die Gemüse-Challenge. Am nächsten Tag. Björn und die Brechmanns sind in einer Mosterei in Herbern bei Ascheberg verabredet. Wie beauftragt, hat Christian den Kofferraum voller Äpfel. Gestern habe ich mit Joelle zusammen die Äpfel gepflückt. Und wo ich jetzt gerade rangefahren bin, habe ich gelesen, Mosterei. Und ja, bin mal gespannt, was daraus wird, wie das jetzt funktioniert, was wir jetzt hier machen. Apfelsaft möchte Björn hier machen. Denn diese Mosterei verarbeitet Obst aus eigenem Anbau. Biosaft in professioneller Verpackung zum kleinen Preis. Viel für wenig, auch bei den Getränken. Hallo zusammen. Hallo. Ja, hallo, grüß dich. Ich finde das ja phänomenal mit den Äpfeln hier. Ja. Aisha, wir haben ja gestern festgestellt, dass Apfelmus nicht so gut bei euch ankommt. Nee, das stimmt, ja. Apfelsaft könnte schon besser sein. Ja, das könnte eine gute Idee sein, ja. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich mit euch in eine Mosterei gehe. Ach, schön. Die ist ja auch nicht weit von euch entfernt, habt ihr gemerkt. Ja. Wo wir das mal pressen können. Ja, super, das ist eine tolle Idee, sehr schön. Ne? Ja. Und du hilfst dabei, ne? Ja. Joelle, trinkst du denn noch Apfelsaft? Ja. Genauso gerne wie Fanta? Ja. Ja, okay. Dann habe ich ja Glück gehabt. Ja? In der Mosterei werden sie von Bernardin und Tom Schenk erwartet. Vater und Sohn haben bislang jeden Apfel zu Saft gemacht. Hallo. Hallo, Herr Schenk, hallo. Das ist von mir Brechmann. Die haben ganz viele Äpfel im Garten. Und schön, dass Sie uns heute helfen, hier Saft rauszumachen. Ja. Was passiert genau hier heute? Wir haben jetzt die Äpfel, die müssen am Anfang sauber gemacht werden. Wenn das dann soweit fertig ist, kippen wir es dann hier drauf, spritzen die Äpfel ab mit frischem Wasser. Nach dem Abspritzen fahren die Äpfel mit dem sogenannten Elevator nach oben und fallen in eine Mühle. Die geschredderte Maische landet jetzt in einer Presse. Die Presse arbeitet in der Art, dass zwischen dem Tuch und der Walze die Maische ausgedrückt wird und dann der Saft letztendlich nach unten abläuft sich und in der Wanne sammelt. 100 Kilo Äpfel ergeben im Schnitt 60 Liter Apfelsaft. Nach 20 Minuten sind die Äpfel aus dem Hause Brechmann verarbeitet. So, Herr Schenk, jetzt können wir mal probieren. Wird der Apfelsaft der Brechmanns schmecken? Oder ereilt ihn das gleiche Schicksal wie dem Apfelmus? Mmh. Ist der lecker? Ja. Ja? Haben wir das gut gemacht? Mhm. Oder Herr Schenk, ne? Nein, wir haben, wir haben so ein bisschen geholfen. Ja. Ne? Der Saft kann nicht besser als die Frucht sein. Ja, okay. Ja. Sehr lecker. Doch, super. Nicht zu süß, eine schöne Säure mit drin, ne? Ja. Ganz toll. Mhm. Damit der Saft haltbar bleibt, muss er jetzt für 2 Minuten auf 80 Grad erhitzt werden. Das passiert schonend, damit nicht zu viele Vitamine verloren gehen. Wenn der Apfelsaft heiß genug ist, wird er direkt in spezielle Kunststoffbeutel abgefüllt und luftdicht verschlossen. Erst jetzt darf er auskühlen. Auf diese Weise ist der Direktsaft mindestens 1 Jahr haltbar. Ein 5-Liter-Karton kostet alles inklusive 4,80 Euro. Herr Schenk, vielen Dank. Ja, nicht dafür. Ich denke, Sie sehen die Brechmanns nächstes Jahr wieder dann. Ja. Tschüss, große Hilfe. Es ist ja praktisch total bio, ne? So wie wir es ja zu Hause auch aus dem Garten ernten, ne? Können wir es jetzt auch trinken. Also wir werden auf jeden Fall wiederkommen, weil wir auch viele Äpfel haben und das in Zukunft auch weiter so machen. Ja, sonst bleiben sie auf dem Boden liegen, ne? Das ist so schade. Das hilft uns ja auch nicht, ne? Und im Preis ist der Saft einfach top. Zum Vergleich 2 Stichproben aus dem Handel. Ein Bio-Apfelsaft vom Supermarkt kostet mit 1,59 Euro pro Liter wesentlich mehr als der frisch gepresste aus der Mosterei. Im Discounter ist der Saft günstiger, aber halt nicht bio. Jetzt haben wir noch eine zweite Sache. Das war jetzt das Saften. Ja. Und jetzt machen wir noch haltbar.
Okay. Ja? Und dafür hole ich mir jetzt noch mal professionelle Hilfe. Wir sehen uns gleich bei euch zu Hause wieder. Alles klar. Ja, ja, okay, bis gleich. Die Brechmanns haben den ganzen Garten voll mit Obst und Gemüse. Gerade jetzt im Sommer so viel, dass sie es kaum essen können. Björns Plan? Einfach für den Winter haltbar machen. Dafür hat er Expertin Sarah Schocke eingeladen. Sie ist Ökotrophologin und weiß, wie man Obst und Gemüse richtig einmacht. So, ich habe euch die Sarah mitgebracht. Hallo. Ja, ja, das ist die absolute Einmache-Expertin. Hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Okay. Ja, und ihr wollt ja haltbar machen. Und ja. Ich glaube, das ist heute unser Top-Gast. Damit uns jetzt Sarah natürlich zeigen kann, wie es richtig geht, können die Männer schon mal Paprika, Zucchini und Tomaten ernten. Bisher hat die Familie überschüssige Erträge an die Tiere verfüttert. Das soll sich ab heute ändern. Sarah, wenn man jetzt was einmacht, welche Gläser nimmt man am besten für was? Das hier ist ja so ein Glas, das kennt eigentlich jeder. Ja. Ne? Dieses klassische Bügelglas mit einem Gummi. Das ist sehr vielseitig verwendbar. Mhm. Also man kann darin ein Öl einlegen. Ja. Du kannst damit aber auch einfach Sachen im Topf einkochen. Wichtig ist, vorher die Gummiverschlüsse zu prüfen. Sie dürfen keine Schadstellen haben. Und die Gläser mit dem Schraubverschluss, wofür nimmt man die her? Die müssen genauso ausgekocht werden. Hier ist die gleiche Prozedur. Hier muss man die Deckel regelmäßig kontrollieren. Also man kann hier dann auch einfach mal Gläser, die man schon zu Hause hat, ne, so alte Marmeladengläser oder dann waren da irgendwie mal Gurken drin, die kann man schon wieder verwenden. Mhm. Man muss halt nur gucken, ist der Deckel noch in Ordnung. Beim Einmachen ist es wichtig, dass wir sauber arbeiten. Wir wollen, um so ein Lebensmittel lange haltbar zu machen, die Keime reduzieren. Und je weniger Keime du anfangs drin hast, umso weniger können sich auch vermehren. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir hier mit sauberen Tüchern arbeiten. Ja. Zum Sterilisieren kommen die Gläser mit Deckel und Gummi für 10 Minuten in kochendes Wasser. Dann sollten alle Keime abgetötet sein. So, dann haben wir jetzt da das Gemüse. Super. Boah, so viel. Toll. Richtig schöne, dicke Zucchinis. Ja. Sarah, womit fangen wir denn an? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Tomatensugo an, weil das einfach eine ganz schöne Weile köcheln muss. Übersetzt heißt Sugo nichts anderes als Soße. Aber in Sugo kann man ja auch pürieren nochmal. Ne? Da muss man ja alles, kann man ja ruhig alles schön grob schneiden. Ne? Genau, klassischerweise wird so ein Sugo ganz lange gekocht und dadurch bekommt er dann so eine sämige Stückigkeit. Mhm. Aber für zu Hause ist das eine ganz tolle Idee, das auch einfach zu pürieren. Das geht dann einfach viel schneller. Wie lange ist das haltbar? Also wenn du das jetzt dann einkochst, halbe Stunde 100 Grad, dann hält es tatsächlich ein Jahr. Ein Jahr? Mhm. Ah, bis zur nächsten Ernte. Genau, bis zur nächsten Ernte. Vorher müssen Zwiebeln mit ein bisschen Olivenöl und den Tomaten für eine Stunde eingekocht werden. Sarah, ich nehme die Soße jetzt mal eben mit rein in die Küche. Ja. Dann kannst du schon mal ein bisschen weitermachen mit der Familie. Machen wir das. Weil das dauert mir hier zu lange auf der Campingplatte. Ja. Unbedingt. Ja? Bis gleich. Ja, bis gleich. Inzwischen sind die Einmachgläser fertig. Wichtig beim Herausnehmen, nicht anfassen, Pinzette benutzen, damit sie steril bleiben. Ihr habt ja ganz viele Zucchini und Paprika im Garten. Ja. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten die doch in Öl einlegen. Der Vorteil am Öl ist, dass sobald das Gemüse in dem Öl drin ist, kommt kein Sauerstoff mehr dran. Mhm. Und dadurch werden eure Lebensmittel haltbar. Weil Sauerstoff eben eins von den Dingen ist, die Bakterien brauchen, um zu wachsen. Und wenn keiner mehr da ist, können die nicht mehr so viel wachsen. Ja, genau. Sehr schön. Erstmal Paprika und Zucchini in feine Streifen schneiden und anschließend mit Olivenöl anbraten. In Öl eingelegt sind Zucchini und Paprika 4 bis 6 Wochen haltbar. Kleiner Tipp, kühl lagern. Also jetzt gerade fürs ins Öl einlegen, wäre es gut, wenn wir die vorher noch mal ein bisschen salzen, weil das Salz noch mal Wasser entzieht. Ja. Und je niedriger der Wassergehalt, umso haltbarer sind halt die Sachen. Nach dem Anbraten das Gemüse in die sterilisierten Gläser geben und mit Olivenöl auffüllen. Das Öl kann später wiederverwendet werden, zum Beispiel als Salatöl. Wenn man das so draufklopft, da geht das richtig, dass man dann, verdichtet das sich auch. Genau, dass es sich verdichtet, dass gar kein Sauerstoff drin ist. Schon fertig. In Olivenöl eingelegte Paprika und Zucchini. Sommerliche Frische haltbar gemacht. Ihr habt ja rote Beete im Garten. Ja, genau. Ich habe ein tolles Rezept für Ringelbeete, die in Essig eingemacht wird. Das kann man auch ganz wunderbar mit roter Beete machen. Essig senkt den pH-Wert, wodurch Bakterien schlecht überleben können. Da Rotweinessig alleine sehr sauer schmeckt, mischt Sarah ihn mit Wasser, Zucker und Salz.
Ich habe jetzt hier getrockneten Knoblauch genommen, weil es ja auch immer auf den Wassergehalt von den Lebensmitteln ankommt. Je niedriger der Wassergehalt ist, umso besser, wenn man Lebensmittel halber machen will. Den Knoblauch zerkleinern und in den Sud geben. Anschließend die rote Beete in Streifen schneiden. Unser Tipp, Handschuhe benutzen, da rote Beete unerbittlich alles verfärbt, womit sie in Berührung kommt. Dann in Gläser füllen und mit dem heißen Essigsud aufgießen. Machen die jetzt bei 85 Grad noch mal eine Stunde in den Backofen. Und dann sind die haltbar und wichtig ist, dass ihr die kühl lagert. Die Beeten passen hervorragend zu Feldsalat, als schmackhaftes Topping zur Brotzeit oder zu Kartoffeln oder Fleischgerichten. Gut, das hat jetzt ein bisschen gekocht. Okay. Der Sugo wird jetzt grob püriert und heiß in die sterilen Einmachgläser gefüllt. Sollte man die immer schön voll machen? Ja, nee, am besten 2 cm Rand lassen, damit sich das noch ausdehnen kann. Wenn man es zu voll macht, kann es halt sein, dass es dann rausquatscht und dann hast du also eine Bombe, dass man sich die dann baut sozusagen. Wenn man es richtig macht, wird das Öffnen zur echten Aufgabe. Und das kommt jetzt dann zum Sterilisieren oder zum Einkochen noch mal in den Topf rein hier. Genau. Und zwar 30 Minuten in kochendes Wasser. Sarahs Profi-Tipp: Damit die Einmachgläser keinen Schaden nehmen, legt sie den Topf mit Geschirrtüchern aus. Bin ja mal gespannt. So. Nach was schmeckt das? Zwiebel. Zwiebel. Was ist jetzt auf dein T-Shirt draufgekleckert? Tomate. Tomate, richtig. Es schmeckt. Schmeckt's dir? Sehr schön. Gott sei Dank, ihm schmeckt's. Und man kann außerdem noch viel Geld damit sparen, weil außer Strom und den Gläser haben die ja eh alles im Garten. Ich habe hier eine Einkaufsliste für euch. Aha. Beziehungsweise Einkaufsliste ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ne? Ihr habt ja alles hier. Günstiger geht's nicht. Obst und Gemüse aus dem Garten. Heute also viel für extrem wenig. Und ganz wichtig, noch ein Glas Apfelkompott. Ja, gerne. Ja? Aisha, vielen Dank. Danke. Okay. War schön danken. Mit euch. Ja, bis morgen zum Kochen. Ne? Ja. Also für mich konnte ich sehr viel Idee schnappen, also speichern davon. Ja. Der große Tag des gemeinsamen Kochens ist da. Und die Brechmanns haben dazu ihre Ernte mitgebracht. Hallo Familie Brechmann. Ja, ah, hallo, das ist ja toll. Habt ihr den ganzen Garten wieder geplündert? Ja. Ach, guck mal, herrlich. So schöne Sachen. Gianluca, was könnte man denn hier mit dem Tomatensugo machen? Was macht man in der Regel mit Tomatensoße? Essen. Ja. Okay. Vielleicht Nudeln oder Pizza? Nudeln. Nudeln machen wir heute. Ja, Nudeln machen wir heute. Und zwar Spinatpasta mit Tomatensugo und Mangold. Ein Gericht perfekt für die Brechmanns, da fast alle Zutaten in ihrem Garten wachsen. Hinzu kommen lediglich Olivenöl, Hartweizengrieß, Mehl, Salz und Pfeffer. Papa Christian und Gianluca dürfen als Erste ran. Hast du auch schon mal grüne Nudeln gegessen? Noch nie? Was denkst du, magst du grüne Nudeln? Ja, okay. Pass mal auf, Gianluca, dann hast du jetzt eine super Aufgabe. Und zwar, ist das ein Mixer hier? Da kannst du mal ganz viel von dem gewaschenen Spinat reinmachen. Wird gemacht, wie gefordert. Ganz viel. Warte mal, Gianluca, ich glaube, das reicht schon. Warte mal. Warte, ein bisschen Wasser rein. Kleiner Tipp, den Spinat vorher gründlich waschen, sonst werden die Nudeln sandig. Das hier ist ja jetzt der pure grüne Farbstoff. Ne? Ja. Das gießen wir jetzt einfach auf Sieb. Und das drückt ihr mit der Kelle so ein bisschen durch. Ja. Das ist deshalb, damit die Fasern da nicht reinkommen und damit er dann nicht grau wird. Also normalerweise macht man ja in das Mehl von den Nudelteig immer ein bisschen Wasser mit rein, damit das Mehl dann im Prinzip den Teig mit dem Wasser ergibt. Aber wir nehmen jetzt einfach das Spinatwasser dann sozusagen. Mhm. Ja? Okay. Und dadurch färben wir den Teig. Der Teig selbst besteht aus Hartweizengrieß, Mehl, einem ganzen Ei und 2 Eigelben. Fehlt noch ein guter Schuss Öl. Das ist so ein bisschen, ja, im Prinzip wie so ein chemischer Prozess jetzt. Ne? Das ist ja
dieser grüne Pflanzenfarbstoff Chlorophyll. Du kannst ja auch mit roter Beete zum Beispiel rote Nudeln machen. Mhm. Du kannst mit Kurkuma, das ist ja dieses gelbe Gewürz, weißt du, was auch im Curry drin ist, mhm, ja, Gelbwurzel, kannst du auch Teige schön einfärben. Ne? Also da könnt ihr sogar hinterher, wenn ihr richtig fit seid, mal dreierlei Nudeln machen. Ne? Mhm. Den Schaum, den schöpfen wir jetzt schon mal hier oben ab. So. Und der Gianluca, der hat doch Kraft, ne? Hast du Kraft? Ja. Muckis? Ja, hier? So, und du kannst jetzt schon mal mit den Händen hier reingehen und kannst schon mal anfangen zu kneten. Gianluca gibt alles. Eine Knetmaschine ist nichts gegen den Achtjährigen. Nach dem Kneten wird die Masse in Frischhaltefolie gepackt und kommt für 30 Minuten in den Kühlschrank. Jetzt könntest du vielleicht ein bisschen Mangold schneiden. Okay. Wir beide, wir rühren jetzt die Tomatensoße. Kannst du dich an die noch erinnern? Ja. Haben wir ja zusammen eingekocht, ne? So. Ja, warte, jetzt musst du an dem Gummi ziehen. Zieh mal kräftig. Das muss der Papa machen. Okay. Boah, die ist ja bombenfest, ne? Gut eingemacht. Boah. Hast du das gesehen, wie viel Vakuum da drauf ist? Hat's aber blub gemacht. Ohne blub, jetzt den Tomatensugo erhitzen. Wer möchte, kann noch mal nachpürieren oder nachwürzen. Als nächstes Zwiebeln und Knoblauch schneiden. Mmh, schon sehr lecker. Oder? Bisschen Salz noch? Ja? Machen wir noch ein bisschen Salz dran. Auch noch Pfeffer ein bisschen? Ja, ne? Willst du Pfeffer malen? Und oben drehen. Genau. Das geht noch ein bisschen. Du, ich glaube, das reicht schon, Gianluca. Mhm. Na? Jetzt rühren. So, und noch mal ein bisschen rühren. Ich schalte jetzt mal ein bisschen runter. Jetzt Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne anschwitzen. Dann den Mangold dazu. Inzwischen ist der Teig gut durchgekühlt und kann verarbeitet werden. So, ich drehe schon mal jetzt die erste Bahn Teig hier durch. Oh. Und falte den jetzt mehrmals, dass der immer mehr Stabilität dann bekommt. Ne? Das ist so wie beim Stahl, ne? Den faltet man ja auch, dass der immer fester wird. So. Und wenn man dann merkt, dass der wieder ein bisschen feuchter wird, immer so ein bisschen Mehl dazwischen machen. So, Gianluca, dann komm mal her. So, da können wir uns jetzt entscheiden. Linguine, das sind die ganz dünnen. Mhm. Oder Tagliatelle. Ich wäre für Tagliatelle. So, und los. Und schneller. Perfekt. So, der Papa nimmt die raus. Ach, guck mal, wie schön, ne? Wie schön. Boah. Selbstgemachte Nudeln, dann, Luca. Ist das der Hammer, hä? So grüne. Die kann man natürlich jetzt frisch kochen, aber natürlich auch trocknen, ne? Also die Italiener, wenn die keinen Platz haben, dann hängen die einfach über eine Stuhllehne, da trocknen die auch. Frische Nudeln brauchen nur 2 Minuten in kochendem Wasser, dann sind sie fertig. Jetzt den Mangold unterheben und schon kann angerichtet werden. Spinatnudeln mit Tomatensugo und Mangold kostet pro Portion 2,48 Euro. Zieht man die Zutaten aus dem Garten ab, kostet diese nur noch 15 Cent. Doch was sagt der Rest der Familie? Wie kommt Björns Kindergemüsegericht bei der Jury an? Wird Joel merken, dass das Essen zu großen Teilen aus dem Familiengarten stammt? Also es roch wirklich sehr gut und ich bin da gespannt drauf. Die Verkostung. Ist Björn Freitags Mission geglückt? Jetzt zählt nur noch die Meinung der Kinder. Wow. So, da haben wir selbstgemachte Spinatnudeln mit Mangold und eurem Tomatensugo. Boah, so viel Gemüse. Ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt gut ankommt. Der erste Eindruck ist gut. Alle essen. Gianluca, wie schmeckt's dir? Schmeckt's dir gut? Grob. Ja? Nur die Nudeln waren gut. Das Besondere an Nudeln war, dass es immer schmeckte sehr intensiv nach Spinat. Einfach alles kam ja auch aus unserem Garten raus. Mir gut geschmeckt. Ein gelungenes Essen. Ich sehe bei Joel, der hat ganz gut gegessen eigentlich. Aber Gianluca. Ja. Ich mag kein Mangold.
Ja, das wird schwierig. Vielleicht geht's beim nächsten Gang besser. Boah, schwierig. Wir müssen das Gemüse noch besser verstecken oder andere Geschmäcker noch hervorheben. Wir machen jetzt ganz knusprige, schöne Chicken Nuggets. Ja? Und dazu knusprige Kartoffeln. Also ähnlich wie Pommes, das magst du doch alles, ne? Und natürlich bauen wir noch ein bisschen Gemüse mit ein. Die Idee? Selbstgemachte Chicken Nuggets in Zucchini-Panade, serviert mit Kartoffelecken. Fast Food mit Mehrwert also. Hochwertiges Fleisch und Gemüse statt Tiefkühlware mit Flüssigwürze. Aus dem Garten hat Björn dafür Zucchini, Eier, Kartoffeln, Dill und Schnittlauch geholt. Jetzt kochen Aisha und Joel. Auch wenn du mal zu Hause knusprige Pommes aus Kartoffeln machen willst, also aus frischen Kartoffeln, ne, dann ist das immer besser, wenn man die Kartoffeln entweder kurz einweicht in Wasser oder wenn man die kurz ankocht einmal in Wasser. Weil dann löst sich diese Stärkeschicht raus hier. Ja. Das wird dann so leicht schleimig. Und das ist das aber, was hinterher kross wird. Für die Gemüsepanade die Zucchini raspeln. Eier, Mehl und Salz vermengen. Willst du das mal so probieren? Ja. Kommt bei euch aus dem Garten. Lecker? Hm? Ja, lecker. Oh. Den Zucchini-Burger mochtest du doch auch gerne, ne? Ja. Ja. Joel, das Fleisch haben wir durch Zucchini ersetzt. Lecker! Damit die Panade kross wird, müssen die Zucchini-Raspel jetzt in einem Küchenhandtuch ausgepresst werden. Da muss jetzt richtig Kraft haben, Joel. Boah, guck mal, wie viel Wasser da rauskommt. Sehr gut. Mach das mal hier rein. Und du nimmst den Holzlöffel und rührst das mal schön durch hier. Die Kartoffeln mit Olivenöl marinieren und mit Paprika, Salz und Pfeffer würzen. Das Ganze gut durchmengen und bei 230 Grad für 30 bis 40 Minuten in den Ofen geben. Weiter geht es mit den Nuggets. Also ich schneide jetzt mal ein so ein Nugget mal raus. Ja, und jetzt zeige ich euch das. Guck mal, du kannst das dann hier nehmen von der Mama. Wendest das schön schon mal in Mehl. So. Und legst mir das dann hier in die Schüssel rein. Los geht's auf der Panierstraße. Nuggets schneiden, von allen Seiten mehlieren und in der Panade baden. Und dann ab in die Pfanne. Wichtig ist, dass man dann auch mal die Temperatur so ein bisschen runterreguliert, ne? Weil die dürfen natürlich nicht verbrennen und gleichzeitig noch innen roh sein. Also man muss sie dann möglichst gleichmäßig garen. Das heißt, so nach der Hälfte der Zeit die Pfanne einfach so ein bisschen runterschalten, ne? Und die Hähnchen dann schön in der Pfanne noch so ein bisschen ruhen lassen. Ne? Für den Dip Schmand, Joghurt, Paprikapulver, Salz und Senf verrühren. So, dann können da jetzt die frischen Kräuter mit reinmachen. Ja, gerne. Und dann haben wir einen schönen Kräuterdip dazu. Und dann müssen wir eigentlich nur noch auf die Kartoffeln warten, dann sind wir schon fast fertig. Chicken Nuggets mit Kartoffelecken kostet 5,13 Euro pro Person. Zieht man alles ab, was im Garten zu finden ist, kostet es nur noch 4,03 Euro. Was jetzt kommt? Keine Ahnung. Ich weiß es. Gefüllte Chicken mit Nuggets. Mit Pommes. Mal sehen, wie dieser Gang ankommt. Björns Mission, gesundes Essen aus dem Garten, kindgerecht zubereitet. So, wir kommen zum zweiten Gang. Und da haben wir jetzt schöne, selbstgemachte Zucchini-Hähnchen-Nuggets mit knusprigen Kartoffeln und Dip. Ja. Das sieht gut an. Und sieht auch lecker gesagt. Aus. Ja? Mhm. Und was sagt der Rest der Familie? Können Björns Kochkünste dieses Mal alle überzeugen? Hat er das Gemüse gut genug versteckt? Joel, und wie schmeckt der Nugget? Gut. Ja? Was habt ihr da alles dran gemacht? Gereibte Zucchini. Cool. Und wir haben dann Saft rausgespritzt. Okay. Dann brauchen wir ja nicht mehr zu McDonald's fahren, ne? Gut, gut. Und wie war's? Gut. Boah, du hast ja alles aufgegessen, Gianluca. Joel, hat dir dein eigenes Essen nicht geschmeckt? Nee, warum nicht? Was mochtest du nicht so gerne? Ach, die Panade. Also das mit der Zucchini. Ja? Beim Burger, da mochte er die Zucchini ja noch und jetzt nicht. Ich meine, so ist das halt bei Kindern, aber eine Chance habe ich ja noch. Björn probierte es mit einer Apfelpizza. Natürlich mit Äpfeln, Apfelmus und Eiern aus dem Familiengarten. Außerdem braucht man noch Schmand, Walnüsse, Wasser, Öl, Mehl, Honig, Zimt und Rohrzucker.
Flammkuchen, sagt ihr euch was? Ja. Ja. Also wir nennen das heute mal Pizza, aber eigentlich ist es ein Apfelflammkuchen. Ja. Okay. Ja, aber für Kinder, glaube ich, ist es immer schöner, wenn man Pizza Namen sagt. Pizza, ne? Hört, ja. Genau. Ja. So, ihr könnt erstmal das Mehl durch das Sieb sieben. Klümpchenfrei und fluffig ist das Mehl nun. Dazu kommen Wasser, Öl und zwei Eigelbe. Gut durchmengen und für 30 Minuten ab in den Kühlschrank. Da kann ich jetzt mit den Kindern schon mal hier den Schmand machen. Schmand und Apfelmus vermengen, parallel die Äpfel in Scheiben schneiden. Kennt ihr Karamell? Ja. Dann nehmen wir ein bisschen Rohrzucker. So. Und der Papa kann dann schon mal die Nüsse hacken. Hacken? Mit der Axt? Nicht mit der Axt, nee. Heute mal keine Axt zum Hacken. Nein. Heute werden die Nüsse mit dem Messer gehackt. Der Schmand wird mit Zimt gewürzt. Honig gibt die nötige Süße. Und als frische Kick etwas Zitronenabrieb. Die Äpfel mit Zitronensaft beträufeln, dann werden sie nicht braun. Für den Crunch kommen jetzt die gehackten Nüsse zum Karamell auf den Herd. Dann räumt ihr jetzt am besten das Brett frei. Ja. Und wir machen so ein Stück Teig. Zwischen zwei Hälften Backpapier rollen wir das aus. Und dann tun wir eine Pizza schon mal mit dem Backpapier in den Ofen rein. Ja, super. Das Backpapier ausbreiten und den Teig mit ein wenig Mehl bestreuen. Jetzt kann auch Joel zeigen, dass er Muckis hat. Ach, guck mal, super. Auch schön dünn. Ja, sehr schön. Ja. Nicht. Super. Jetzt noch Schmand und Äpfel drauf und fertig. Das Ganze bei 220 Grad für 10 Minuten im Ofen goldbraun backen. Doch wie wird die Apfelpizza bei den Brechmanns ankommen? Kann Björns Gericht diesmal ausnahmslos alle glücklich machen? Letzte Chance, die Familie von meinem gesunden Essen zu überzeugen. So, ich versuche jetzt gerade mal vier Teller gleichzeitig zu nehmen. Ui. So, und wie versprochen haben wir jetzt die Apfelpizza mit karamellisierten Walnüssen. Pro Person kostet die Pizza 1,66 Euro. Zieht man die Lebensmittel aus dem Garten ab, sind es nur noch 97 Cent. Letzte Chance für Björn Freitag, die Jungs vom Fastfood-Trip abzubringen. Gianluca, wie schmeckt's dir denn? Schlecht. Warum? Nein, gut. Ach, das war ein Scherz. Ach, super. Wie schmeckt's dir? Gut. Besonders lecker war der Teig, die Äpfel und die Nüsse. Die Pizza war super lecker. Ich fand den Teig super lecker und mit den Äpfeln und dem Walnuss. Also ich habe es so noch nie gegessen. Ich fand es richtig toll, super. Na, wie sieht's diesmal aus? Bei euch muss ich ja immer nicht gucken, aber wie sieht's denn bei euch aus? Bei mir gut. Ja, war gut die Pizza. Ja. Was sagst du denn, Joel? Gut. Gut? Puh, Glück gehabt. Es hat den Kindern geschmeckt, aber ich muss ja auch zugeben. Pizza und süß zusammen, das geht einfach immer. Ich hoffe, ihr konntet in den Tagen ein bisschen was mitnehmen. Und so einiges hat ja auch den Kindern geschmeckt. Also ich kann dir nur empfehlen, koch nicht zweimal. Versuch wirklich, das Gemüse irgendwo mit einzubauen, immer ins Essen. Ne? Weil das werden dir die Kinder auf Dauer auch danken, weil es einfach gesünder ist dann auch, je mehr Gemüse die essen. Gemüse! Was dir natürlich beim Kochen ein bisschen helfen kann, ist das Kochbuch, was du noch von mir bekommst. Ja, sehr schön, danke. Da sind so alle Rezepte drin, die wir natürlich gemacht haben, aber auch neue Geschichten. Das waren ja hier die Chicken Nuggets, ne, mit Zucchini. Außerdem Antipasti-Tiramisu für 2,03 Euro pro Portion. Nur noch 1,79 Euro kostet es mit selbst angebautem Gemüse. Ebenfalls günstig der Beetroot-Burger mit Kürbischips für 2,51 Euro. Und die Variante mit eigenen Zutaten. Mit viel Gemüse viel Geld sparen. So geht viel für wenig. Vielen so, Dank. Ganz viel Spaß auf jeden Fall euch noch im Garten. Ja, ja. Danke. Die Saison geht ja noch ein bisschen. Ne? Und im Winter esst ihr halt viel Wurzelgemüse dann. Ja. Ne? Gemüse! Ich habe gelernt, dass man auch Gemüse ein bisschen versteckt für Kinder kocht. Nicht so offen, damit die Kinder auch essen. Habe ich gemerkt bei unserem jüngsten Sohn, dass wir Zucchini, wenn wir versteckt haben, also bei Burger versteckt, hat er gegessen. Wo er offen gesehen hat, dass es Zucchini dran war, hat er nicht so gerne gegessen. Das habe ich wirklich, jetzt bin ich ein Stück reifer und kluger geworden und ja, dass man das anders machen kann. Ich hoffe, wir konnten schon mal so ein bisschen was verändern. Sie haben ja auch die Burger gut gefunden, die vegetarischen. Ich glaube, man muss einfach nur irgendwo das Gemüse besser einbinden ins Essen und vielleicht sogar unterjubeln.